Fernseher. Ich will mir unbedingt einen Fernseher anschaffen. Also ich gehe auch sehr gerne ins Kino, aber weil das gerade so eins meiner Goals ist, ein guter Fernseher, auf jeden Fall Fernseher. Standardstollen, weil ich nie Schraubstollen hatte. Also ich habe Fußballspielen auf dem Ascheplatz gelernt und irgendwie hatte da niemand Schraubstollen. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie man die verwendet. Also auf jeden Fall Standardstollen. Ich Monstera, weil ich bin jetzt auch in das Game eingestiegen. Also ich bin jetzt Teil der Jugendbewegung, die sonst nicht existiert hat und jetzt aber da ist durch die Monstera-Pflanzen und die Haltung und Pflege dessen. Und ich kann mir ehrlich gesagt jetzt mein Leben ohne eine Monstera-Pflanze auch nicht mehr vorstellen, also Monstera. Fliegen wäre mega. Frühstück. Allerdings gibt es auch so Leute, die direkt was essen, nachdem sie aufgestanden sind. Also das ist so eine Bewegung, aufstehen und essen, das ist für mich unbegreiflich. Aber ohne Essen das Haus verlassen ist auch schwierig. Deswegen schon Frühstück. Das bedingt sich. Also wenn ich drin bin, dann möchte ich unbedingt raus. Und wenn ich draußen bin, dann freue ich mich auch drauf, wieder reinzugehen. Beides, beides. Das sind beides so Trendwurzeln, die irgendwie in meiner Kindheit noch nicht so eine große Rolle gespielt haben. Mittlerweile kann ich mir aber ein Leben ohne Ingwer schwer vorstellen, deswegen Ingwer. Ich glaube, man muss mal in Paris gelebt haben, um auf die Frage Köln sagen zu können. Da könnte ich jetzt ausholen, das mache ich natürlich nicht, Butter. Beides schwierig. Ich finde so Franchise-Rewe ist eigentlich am besten. Irgendwie so ein Rewe Reinemann in Köln-Hünxe, so richtig so ein Supermarktparadies. Eigentlich so eine eigene Stadt nur zum Einkaufen. Die finde ich richtig gut. Rewe to go, Rewe City, das ist eher so, eher zu meiden. An so einem richtig fitten Tag natürlich am besten beides. Vom Wort her würde ich auch sagen Burpees, weil das einfach ein super Wort ist, Burpees. Aber ich glaube, ich bin von der Ausführung her eher so Hampelmann-Typ. Kommt drauf an. Also ist gut, dass es die gibt, glaube ich. Also ja. Ich glaube, ich war schon öfter am Friesenplatz, aber das ist ja nicht so ein richtiger Platz. Das ist in Köln irgendwie oft so. Also ob jetzt Barbarossaplatz oder Zürpicher Platz oder Friesenplatz, das heißt halt so, aber es sind eigentlich keine Plätze. Deswegen würde ich Wiener Platz sagen, weil Wiener Platz schon ein richtiger Platz ist. Feuerzeichen. Ein Buch lesen auf dem Smartphone ist gut. Ich würde sagen, also ich habe den Vorschlag gemacht, Banane zu sagen, immer statt Cringe, weil Cringe ist ja schon cringe, das zu sagen. Und Banane ist schön, weil viele Vokale und irgendwie auch so ein klassischer Ausdruck. Aber ich habe es dann ausprobiert und irgendwas zu sagen, so, das ist komplett Banane, das halt auch, hört sich auch peinlich an. Also eigentlich keins von beiden so richtig. Auf jeden Fall Huhu, weil Huhu ist so peinlich als Ausdruck und als Begrüßung, aber man fühlt sich immer gut, wenn man mit Huhu angesprochen wird. Also wenn ich Huhu sage als Begrüßung, dann meine ich es immer gut mit meinem Gegenüber.